Weil das Planetarium kommt ja jetzt dann auch gleich weg. Ich habe mich jetzt entschlossen, was ich mit den Aquarium mache. Richtig cool, ich hätte auch keine Schildkröte. Und er ist auch immer mit dabei. Es ist eigentlich soweit mein XXL-Paludarium mit umziehen. Es kommt zu meiner Schwester und ich bin gespannt, ob es heil ankommt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt werde ich noch ein paar Sachen vorbereiten, bevor wir das Ganze transportieren. Und zwar gibt es immer wieder mal ein paar braune Blätter, die weg müssen. Ich habe es gerade schon gemacht. Ich muss mal schauen, ob ich noch was finde. Hier zum Beispiel ist ein Stück von einem Blatt, was braun geworden ist und vertrocknet ist. Das ist immer wieder mal, dass einzelne Blätter braun werden. Auch teilweise bei den Orchideen sind die Spitzen ein bisschen bräunlich, weil die einfach schon relativ trocken sind hier, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ganz gut, weil die mir auch neue kommen. Dann habe ich hier die Pflanzen erst letztens dazugegeben, die schon ein bisschen länger. Und die hier, das ist dieselbe, die von hier wächst. Die waren ja hier nach oben, also sind hier nach oben gewachsen und waren schon so hoch. Ich habe das erstmal hier auf der Seite reingegeben. Ich weiß noch nicht, ob die bleiben, vielleicht kommen die wieder weg. Aber erstmal können sie hier Wasser bekommen, es ist jetzt schon über eine Woche, dass sie hier sind. Und die Blätter sind echt krass, also echt cool, wie groß die wird, also mit den Schlitzen dann noch dazu. Sehr, sehr nice. Der nächste Punkt ist Wasser ablassen, also Wasser einfüllen, damit ich den Sand absaugen kann. Weil der Sand ist mittlerweile schon ziemlich vermischt mit dem alten Bodengrund und weil nur noch so wenig Wasser drin ist, normalerweise das Wasser bis hier, so nach eineinhalb Wochen, vor allem jetzt im Sommer verdunstet es noch ein bisschen mehr, muss ich wieder was nachfüllen und es ist jetzt schon eineinhalb Wochen her, dass ich das letzte Mal was gemacht habe. Deshalb füllen wir hier Wasser nach. Dann nehme ich hier einen dicken Schlauch und fange gleich mal an zu absaugen, wenn ein bisschen Wasser drin ist, glaube ich. Jetzt versuche ich möglichst viel Sand abzusaugen. Zum einen, um den nachher auszutauschen und zum anderen, um das Ganze leichter zu machen. Beim Transport werden wir ja auch das Wasser ablassen, aber wenn weniger Bodengrund drin ist, macht es das auf jeden Fall auch leichter. Das meiste ist abgesaugt, jetzt lasse ich das Ganze wieder voll laufen und dann in ein paar Tagen, wenn ich das Ganze dann nochmal ablasse zum Umziehen, werde ich noch den Rest absaugen und erst beputze ich noch die Scheiben, damit die auch gleich schön sind. Dann kann ich mal die Rinne hier oben auch reinigen. Das mache ich echt selten, aber es ist gar nicht so schmutzig. Und das war es jetzt erstmal für heute. Bei den Aquarium habe ich ja auch überlegt und gesagt, dass ich das wahrscheinlich neu machen will. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich das jetzt einfach abbaue, werde ich euch das auch zum Verkauf anbieten. Das habe ich ja schon öfters gemacht. Also falls jemand Interesse hat, gern melden. Ich mache natürlich jetzt noch vor der Maintenance und schneide ein paar Pflanzen zurück, damit es dann auch gut aussieht. Da habe ich eine Helanthium nachgesetzt. Die kriegt halt immer so Ausläufer, die muss man halt immer schneiden. Und hier das Quellmoos habe ich dazu gesetzt, das schaut sehr cool aus. Im Hintergrund die Pflanzen muss ich natürlich auch wieder mal schneiden. Und die stecken wir auch wieder nach. Also und falls ihr Interesse an einem Aquarium, ich würde das Aquarium mit Einrichtung, Beleuchtung und den Filter abgeben. Das ist die Schiros A2 und der Dennerle Eckfilter und das ist das Floatglas Aquarium. Ich würde das Ganze für 150 Euro abgeben, also wenn man Interesse hat und es auch in St. Pölten abholen könnte, gerne melden. Das Set kostet, glaube ich, neue 200 Euro und dann halt noch die ganze Einrichtung dazu. Also falls man Interesse hat, einfach eine E-Mail schreiben an info@bachiaquarium. Falls sich keiner dafür interessiert, dann würde ich es halt dann in den nächsten Wochen, Monaten mal abbauen und neu einrichten. Und falls es wer kauft, werde ich ein neues Glas kaufen. Lampe habe ich auch schon eine neue Alternative, was ich dafür verwenden will. Und werde dann das Ganze neu einrichten. Hier in dem Aquarium habe ich gerade einen richtig großen Rückschnitt gemacht. Also vor allem den Bodendecker, das HCC, ist immer richtig nervig zu schneiden, weil das dann überall schwimmt. Vor allem, weil das noch so mit den Elecharis vermischt ist. Hintergrund habe ich auch ein bisschen zurückgeschnitten, war auch schon viel zu dicht. Und jetzt sind gerade die Schilfsammler richtig am Balzen, weil da jetzt ein großer Wasserwechsel war. Und dann sind die richtig aktiv. Ich werde euch das ganze Aquarium jetzt dann gleich noch in dem Video ein paar Tage später zeigen, wie sich das so entwickelt hat. Vielleicht sieht man da einen Unterschied. Noch ein Update zu den Aquarium. Man könnte vielleicht sehen, hier fehlt ein bisschen was und hier hinten auch. Ich habe die Fahne entfernt. Ich wollte mal schauen, wie fest die schon gewachsen sind und das ging eigentlich ganz gut. Das ist ein hier hinten bei dem Biotop-Style-Aquarium und den anderen habe ich dabei im Paludarium. Da brauche ich aber einen anderen Platz für das Paludarium, kommt der weg. Ich habe mich jetzt entschlossen, was ich mit den Aquarium mache. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ein Paludarium draus zu machen, also das Wasser zu senken, dass nur noch so 10-15 cm drinnen sind, dann das Glas da drüber zu stellen und hier ein neues Glas hinzustellen. Also das Layout hier wäre zwar cool als Terrarium, aber wenn man so ein Aquarium, was vorne zu ist, als Paludarium benutzt, sind die Scheiben immer ziemlich schmutzig und ich komme hier auch fast gar nicht hin zum Reinigen, also
ist das nicht so ideal. Und halt natürlich das Aquarium, also hier ein neues hinzustellen, wäre natürlich auch wieder sehr, sehr teuer. Also das Glas kostet so 800 Euro. Da kauft man sich nicht einfach so ein zweites. Deshalb werde ich das Aquarium abbauen. Aber nicht jetzt und auch nicht morgen. Es wird ein bisschen dauern, weil es gibt ein paar Punkte, worüber man natürlich nachdenken muss. Und das Hauptding ist zum einen die Fische. Ich habe hier einige Fische in dem Aquarium. Zum einen die der Heres Bates Red Tail, was ich richtig cool finde. Und die möchte ich nachher, wenn ich das Aquarium neu einrichte, wieder einsetzen. Und halt dann wahrscheinlich Kugelfische. Und vielleicht kommt ein Teil der anderen Fische auch wieder da rein. Also brauche ich jetzt irgendeinen Platz, wo ich die Fische dabei einsetzen kann. Und in die Aquarien, was ich jetzt sonst noch aktuell laufen habe, die 60 Ps, die sind mir dafür ein bisschen zu klein. Deshalb werde ich irgendeine Alternative suchen und noch ein Aquarium aufstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es werden wird. Ich habe ein paar Überlegungen. Zum einen ein Juwel-Aquarium, ein Rio, ich glaube 125. Das wäre für die Fische, denke ich, ein, zwei Monate okay mit 80 cm. Oder ein Liquid Garden 100p, das ist so mit 1,40 m. Aber da habe ich nicht so richtig einen Platz dafür. Das Juwel-Aquarium würde ich in die Küche stellen. Könnte ich mit dem Liquid Garden Aquarium auch, aber da brauche ich halt dann wieder einen Unterschrank, Licht, Filter, alles mögliche. Und beim Juwel-Aquarium wäre das alles in einem. Und ich könnte ja trotzdem ein cooles Aquascape draus bauen, was gut aussieht und halt relativ günstig ist. Also das wäre meine Überlegung. Habe ich schon länger drüber nachgedacht, also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann jetzt noch ein Update zum Aquarium. Ich habe jetzt vor circa einer Woche einen Final Shot gemacht und ich muss sagen, ich habe da immer relativ wenig Lust drauf. Also ich mache gerne Videos und gerne Fotos, aber Final Shots sind immer so aufwendig. Man muss alles putzen und schauen, dass alles passt, dass die Fische schön schwimmen, dass man keine Spiegelungen hat und das ist immer sehr langwierig und da habe ich meistens nicht so Lust drauf. Ich mache es halt meistens, damit ich halt so Fotos habe, so wie da hinten. Das sind alte Aquarien von mir, wo ich Final Shots gemacht habe, die ich dann hier so aufhängen kann. Und das ist so der Hauptgrund, warum ich Final Shots, also so finale Fotos von den Aquarien mache. Ich habe auch wieder beim Contest mitgemacht, und zwar beim KIAC, beim koreanischen internationalen Contest. Das ist halt immer so ein On-Top-Ding, aber mir nicht so wichtig. Also mal schauen, welche Platzierung ich da bekomme, aber mir ist wichtiger, ein schönes Aquarium hier zu haben und ein schönes Foto davon zu haben. Also ich denke, der Plan wäre dann, einige Pflanzen von hier vielleicht sogar verwenden über das neue Aquarium, was so erstmal das Übergangsaquarium ist. Zum Beispiel halt die ganzen Putzephalandras will ich auf jeden Fall aufheben und halt auch die ganzen Moose, hier das Quellenmoos, glaube ich, war das. Finde ich auch richtig cool, da finde ich auch auf jeden Fall einen Platz. Und alle anderen Pflanzen, also hinteren Pflanzen natürlich auch, da kann man auch ein paar davon verwenden. Und halt auch die Moose, also vor allem das Physitens, das wird auch auf den Steinen bleiben. Aber auch wenn die Steine dann trocknen, dann kommt das einfach wieder, wenn man die wieder nass macht. Ist ganz cool. Das ist halt nur blöd, wenn man halt keinen Physitens mehr haben will. Dann bekommt man das nicht so richtig weg von den Steinen, außer man klort das oder so. Aber finde ich ganz cool, dass dann vielleicht immer wieder mal Physitens kommt, wenn ich schwarze Lava verwende. Es wird auf jeden Fall viel Aufwand, die ganzen Fische zu fangen. So, wir sind jetzt hier angekommen und werden auch schon begrüßt vom Levi, der interessiert sich für den Ball. Können wir mal dahinter werfen. Da ist das Gehege für die Schildkröte, die können wir uns auch gleich anschauen. Und dann kommt er gleich. Und zwar der Darum ist im Auto und ist gut angekommen. Es war ein ziemlicher Akt, das runterzutragen. Steht auf so einer Holzplatte, damit man das gut tragen kann. Und ich habe das ganze Wasser abgelassen, hier einige Steine rausgegeben. Das ist jetzt offen und nicht irgendwie zugemacht, weil die Pflanzen sind ja Überwasserpflanzen. Die trocknen sowieso nicht aus, die sind ja sowieso die meiste Zeit auch immer nicht bewässert. Das Wasser läuft ja immer noch eine gewisse Zeit. Und jetzt tragen wir es dann gleich rein. Dann schauen wir noch hier zur Schildkröte. Die hat hier so ein Riesengehege. Die kommt auch gleich her. Richtig cool, ich hätte auch keine Schildkröte. Aber in der Wohnung geht das halt nicht. Die braucht halt ein Freigehege. Aber die ist mega cool. Und er ist auch immer mit dabei. So, er steht an Ort und Stelle, an den Unterschrank. David hat eigentlich alles angefangen mit meinen Unterschränken, mit dem Massivholzunterschrank. Den hat der Raphael hier gebaut. Das ist der Tischler, was die Unterschränke baut. Der hat den Unterschrank für das Paludarium gebaut. Und dann haben wir überlegt, ob wir die auch machen für Aquarienunterschränke, also auch die für die Aquarienunterschränke. Aber die waren dann nicht ganz so passend, weil die halt hier so hohe Füße haben, deswegen haben wir da ganz neue geplant. Und der ist auch richtig cool mit der Oberfläche hier.
mit der, wie sagt man da, geschnitzte Oberfläche. Kann man bei meinen Unterschränken theoretisch auch machen. Also wenn wer Interesse hat und einem das gefällt, kann man das natürlich da auch mitmachen. Kostet halt dann ein bisschen Aufpreis, weil das ziemlich aufwendig ist. Aber ja, das Paludarium steht. Jetzt kommt noch die Lampe und dann noch Sand und Wasser. Und dann schaut es hier auch richtig gut aus. Also passt hier auch gut rein. Und so schaut das fast fertige Paludarium aus. Jetzt sehen wir jetzt einen neuen Sand. Auch richtig schön wieder. Und sonst die Pflanzen. Jetzt kommt noch Wasser rein. Und dann ist eigentlich fertig. Das mit dem Kabel müssen wir noch dann nachher schon erklären, was alles drinnen ist. Und hier ist ja auch der Ultraschallvernebler, der noch vernebelt ist da hinten. Den müssen wir nachher noch installieren. Nebi, was ist los? Wo ist der Ball? Der ganz hinten, oder? Ja. Die Fiona könnte ihn holen. Fiona, hol den Ball. So, und Wasser ist drinnen, also jetzt schaut es richtig gut aus. Passt sehr gut. Doch ein bisschen drüber, weil der Sand neu war, aber nicht so schlimm. Jetzt läuft das auch erstmal. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Schaut alles gut aus, ich glaube, es hat alles gut überstanden, den Umzug. Zum Glück, ohne irgendwelche Schäden. Wenn ihr jetzt Interesse an solchen Unterschränken habt, es gibt die auch, die was halt nicht für Aquarien geeignet sind. Bei meinem Schwager, also werde ich euch in der Beschreibung verlinken, könnt ihr gerne reinschauen. Wieder zu Hause angekommen und hier ist das komplette Chaos. Ich werde jetzt mal aufräumen und mal schauen, wie es mit der Ecke hier weitergeht. Also hier, das ist die Aufhängung von der alten Lampe. Die ist selbst gebaut, habe ich von René bekommen mit dem Aquarium damals. Das werde ich erstmal aufheben. Ist eine selbstgebaute Lampenhalterung für ein 120p. Ich kann nicht so richtig was damit anfangen. Falls ihr Interesse hat, gerne melden. Kann ich aber leider nicht verschicken, ist ein bisschen zu groß. Den Schrank habe ich auch gleich weggeschmissen, der war schon so kaputt, bis auf die Türen, die habe ich aufgehoben. Da auch so, falls man Interesse hat und in der Nähe von St. Pölten wohnt, würde ich sehr günstig abgeben, damit sie wegkommen. Ja, das schiebe ich erstmal so rüber. Dann um Strom. Ich werde einfach hier auf eine Steckdosenleiste legen. 5-6 Tage sind vergangen seit dem letzten Rückschnitt und ich schalte mal das Licht an. Mit der App geht das hier ziemlich gut, einfach hier die Lampe auswählen, dann auf manuellen Modus und auf 100% und dann leuchtet das schon. Ich bin ja sehr großer Fan von den Skylight-Lampen, ich habe hier eine, hier bei 120p habe ich eine, hier bei den 45F und auch auf meinem Terrarium ist eine und vor allem jetzt die Hyperbar auf den 60p finde ich richtig gut, gefällt mir von Licht sehr gut und bin sehr zufrieden damit. Und deshalb freut es mich jetzt sehr, dass Skylight jetzt auch mein Kanalsponsor ist, also es wird in Zukunft noch mehr mit Skylight geben. Gibt jetzt auch eine neue Lampe, die gibt es in den nächsten Videos mal, da bekomme ich bald welche. Und sehr cool, sind sehr gute Lampen, bin sehr sehr zufrieden damit und kann ich euch sehr empfehlen. Dann geht es weiter mit dem Update von der Aquarium. Ich habe einen großen Rückschnitt gemacht und hier am Bodendecker kann man wieder sehen, wächst schon wieder schön nach. Auch das LH ist ganz vorne, muss ich ein bisschen rauszupfen auch und nicht mehr schneiden. Aber ja, wird. Ich habe ja wirklich einen komplett radikalen Rückschnitt gemacht, also wirklich sehr, sehr viel geschnitten. Auch im Hintergrund und da sieht man auch, was passieren kann, wenn man das nicht oft genug macht oder nicht früh genug macht. Und wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, wäre das immer mehr geworden. Und dann wäre es irgendwann so gewesen, dass es überall so aussieht wie hier in der Ecke. Und dann, wenn man einen großen Rückschnitt macht, wird nichts mehr so richtig gut nachwachsen. Deshalb ist es wichtig, dass man regelmäßig Rückschnitte macht. Und was auch wichtig ist, dass ich jetzt bald die Glaswehr säubere. Also die ist jetzt richtig schmutzig geworden. Ist immer so, anfangs dauert es ein bisschen länger, bis sie schmutziger wird. Also da braucht es so 1-2 Wochen. Da schaut es noch ziemlich sauber aus. Und dann geht das ziemlich schnell. Sobald sich mal ein Belag gebildet hat, geht es ziemlich schnell, dass sie dann zu braun wird. Am besten ist es so, wenn man sie halt vorher putzt, damit sie nie so schmutzig wird. Und manchmal ist es einfach so, dass man nicht immer Zeit hat. Werde ich jetzt mal schauen, ob ich das heute noch mache oder die nächsten Tage, damit das wieder richtig schön ausschaut. Es gibt auch News zu meinem Shop und ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es jetzt die Soil Scoops, mit denen man Sand und Soil präzise ins Aquarium füllen kann. Vor allem die Details ist ganz praktisch bei mir im Shop. Und auch die Razer Klingen, also für den ADA Pro Razer, einmal für den normalen, einmal für den Mini und für den Giro Scraper, damit die Klinge geschützt ist, damit die nicht irgendwie abbricht, wenn man die aufhebt.
oder man sich selbst nicht schneidet, ist auch sehr praktisch. Also die Sachen gibt es jetzt bei mir im Shop und auch bei Liquid Nature. Also wenn ihr bei Liquid Nature bestellt, könnt ihr es auch dort mitbestellen. Und es gibt ein Gewinnspiel, und zwar könnt ihr einen Soul-Scoop gewinnen und einmal die Cover für die Razer, also falls ihr einen Shiros Razer habt oder die ADA Razer, ist auf jeden Fall was dabei, um eure Klingen zu schützen. Und dann noch zusätzlich hier so ein Metallemblem, habe ich zum einen für die Unterschenkel gemacht, gibt es aber auch bei mir im Shop zu kaufen. Kann man sich hinkleben, wo man will, sehr hochwertig, ist so geprägt, finde ich selbst sehr, sehr cool. Und das Set davon könnt ihr gewinnen, einfach einen Kommentar schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Dann seid ihr ein Gewinnspiel dabei, das Ganze geht eine Woche und mehr dazu ist in der Beschreibung. Ich habe auch einen Newsletter und wenn ihr euch dort anmeldet, bekommt ihr einen 5€ Gutschein für meinen Shop, also spart euch die Versandkosten oder nach Deutschland sind die Versandkosten ein bisschen günstiger dadurch. Und ich sende euch da einmal die Woche einen Newsletter mit Infos zu neuen Videos, ich mache Produktempfehlungen von den Produkten, was ich gekauft habe und cool finde und auch Videoempfehlungen und alles mögliche. Also checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, da kommt ihr zum Newsletter. Ich habe wieder einiges an Filament bestellt, war noch eine Aktion, was ich ausgenutzt habe. Einige schwarze Rollen sind zum einen für den Soil Scoop, dann auch noch eine silberne und einmal transparent, einfach so zum Testen und so. Ich habe ja hier auch noch einige Farben, was ich mal gekauft habe, damit ich auch ein paar Sachen so drucken kann. Und auch das Schwarz ist nicht nur für die Soil Scoops, also schon einiges. Es ist vor allem auch für so andere Sachen, zum Beispiel hier habe ich mir lauter so Kästen gedruckt, hier genau passend, wie man es haben will, für die Kamera zu halten, irgendwelche Fächer, für alles mögliche, für Tools, hier für den Messschieber. Das finde ich halt richtig cool, dass man sich einfach so Halter und alle möglichen Sachen selbst drucken kann, genau wie man sie braucht. Und hier verpacke ich die Sachen dann immer. Ich habe jetzt auch so eine Steckdosenleiste, was ich noch hier montieren will, damit alles schwarz ist. Ich muss auch ein paar Sachen austauschen, zum Beispiel auch das Maßband sticht hier richtig raus, da brauche ich ein komplett schwarzes. Also hier versende ich die ganzen Sachen, also je nachdem was bestellt wird, hole ich die Sachen raus. Manche Sachen sind auch hier unten, zum Beispiel die Toolstands, die zwei, die noch da sind. Dann habe ich hier Verpackungskartons, zum einen neue, aber ich benutze auch die Verpackungskartons zum Teil für die kleineren Sachen. Solange ich davon halt Kartons habe, benutze ich die. Macht halt wenig Sinn, die wegzuschmeißen und dann neue Kartons zu kaufen. Und zu eurer Bestellung kommt dann immer so ein schwarzes Kuvert mit einem Stempel von mir drauf. Dann zwei von denen Sticker, zwei Sticker von denen und eine Visitenkarte. Ich hätte gerne noch mehr Sticker, falls von euch irgendjemand dabei ist, der designen kann, der für mich Designs machen kann, was ich für Sticker benutzen kann oder für was auch immer, schreibt mir gern. Ich würde das natürlich auch bezahlen, also jetzt nicht einfach nur so, sondern kommt eine faire Bezahlung dafür. Aber ich hätte gern noch mehr Sticker und vor allem ein bisschen bessere Sticker. Die hätte ich schon ein bisschen länger her mal bestellt, da habe ich richtig viele bestellt. Ich glaube, das sind aber jetzt die letzten, was ich noch habe. Sind so Papiersticker, wenn die nass werden, werden die kaputt, das ist nicht so nice. Dann habe ich mir letztens mal hier solche bestellt. Die sind auch nicht so nice, also die sind irgendwie so nicht richtig zugeschnitten. Und haben so schwarze Flecken teilweise, was man so wegbekommt, aber schaut halt blöd aus. Und hier habe ich das Metallemblem auf meinen Unterschrank geklebt. Wenn ihr einen Unterschrank kauft, gibt es bei mir auch im Shop, da ist immer ein so ein Metallsticker dabei. Könnt ihr auch drinnen hinkleben, zum Beispiel hier, hier so oder wo auch immer ihr wollt. Könnt ihr selbst entscheiden. Sind nicht vorab aufgeklebt, sondern die Unterschränke sind immer blank, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr da was draufkleben haben wollt oder nicht. So, fürs Erste war es das. Ich habe jetzt mal das Regal hier wieder hingestellt, aber ich will das nicht hier stehen lassen. Ich will irgendwas anderes hier machen, mal schauen. Werdet ihr auf jeden Fall noch in den nächsten Videos sehen und damit bis zum nächsten Mal.